Und dann nach Australien fliegst, da musst du aufpassen. So ein Flug geht so im Schnitt 24 Stunden. 24 Stunden, da muss ich euch sagen, da spart man lieber für Businessklasse. Weil die Holzklasse, das kannst du komplett vergessen. Normalerweise fliege ich auch innerhalb Europas Holzklasse. Weil das nur so 3-4 Stunden, ist scheißegal. Zwischen Economy und Business gibt es keinen Unterschied. Da gibt es so ein Form und Brötchen, fertig aus. Aber in dem Moment, wo du 24 Stunden in der Kontinentalflug nach Australien machst, da musst du besser sagen, also Holzklasse lohnt sich nicht. Weil du hast ein Quadratmeter Platz. Wenn der Vordermann dann sitzt da hinten. Nein, danke, ich hab Platz. Wenn du unten ankommst, in Australien, kommst du so aus dem Flieger. Du brauchst aber eine Woche, um aufrecht gehen zu lernen. Wisst ihr, was ich da oben gemacht habe in Australien? Ein Tauchkurs. Ja? Ich hatte einen Tauchlehrer, der ist Nick. Und ich war gerade knietief im Wasser. Ich wollte gerade ein bisschen tauchen lernen. Dann dachte Nick, Kaya, bevor du ins Wasser gehst, ich möchte dich warnen, hier gibt es die Möglichkeit eines Haiangriffs. Ich bin raus aus dem Wasser. Nein. Normalerweise gibt es hier in der Südostküste Australiens keine Haie. Aber ich bin ein Tauchlehrer. Falls es passieren sollte, dass ich hier ein Hai in der Südostküste verirren soll, frag mich nicht, wie ich einen Hai verirren kann. Rechtsdienst, du meinst, Scheiße, ich weiß nicht. Falls es passieren sollte, ja, und der wird irgendwie aggressiv und kommt auf dich zu, hier gibt es drei Regeln, die du merken musst, um zu überleben. Und ich gucke den Nick an und sage, was gibt es denn da zu überleben? Da kenne ich nur eine Regel, Hai kommt, Arsch weg. Das ist kein Scheiß, was ich euch erzähle, das ist wirklich so. Wenn du in Hai gefährdeten Gebieten irgendwie tauchen lernen möchtest, hier gibt es drei Regeln, die könnt ihr euch jetzt auch merken, falls euch die nächsten See da hinten Hai begegnet. Also, du bist unter Wasser, ein Hai kreuzt auf, du kannst das Wasser hier unverzüglich verlassen. Regel Nummer 1, Ruhe bewahren. Das ist ja auch einfach, oder? Du bist unter Wasser. Du bist ein Hai, oder? Du bist ein Hai. Warte mal kurz, noch nicht beißen. Warte, da gibt's eine Regel. Ruhe bewahren. Hey, Hai, was geht? Regel Nummer 2. So viel Lärm wie möglich machen und den Hai erschrecken. Unter Wasser. Der Hai nur so. Regel Nummer 3. Nach jedem Gegenstand unter Wasser suchen und auf den Hai einschlagen. Ja, geht vor. Ihm zuvorkommen, hat Nick gesagt. Warte mal, was liegt denn hier so rum? Eine Muschel. Unter Wasser schlagen. Was mir passiert, wenn mir unter Wasser ein Hai begegnet. Ich scheiße mir in die Hose. Sieht das so aus. Und der Hai nur so, das kann ich nicht mehr essen.